Heute sprechen wir wieder über ein paar Budget-Decks, die ihr euch zusammenbauen könnt für ein bisschen Geld. Wahrscheinlich so 50 Euro plus, so ein paar Euro mehr als 50, aber so um den Dreh. Und ich werde euch heute einmal in diesem Video einmal mein Trap-Tricks-Deck-Profile zeigen, im Schnelldurchlauf, wie ich es aktuell so spiele, weil das Deck ist tatsächlich nicht so teuer und man kann so ein paar Sachen da halt machen, wenn man ein paar Euro mehr investieren möchte als nur das Structure-Deck. Aber es ist nicht wirklich viel teurer als diese 50 Euro. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Deck und das ist einmal Sword Soul Tenji. Ihr seht hier einmal so eine Deckliste, wie sowas aussehen kann. Es gibt natürlich so ein paar Karten in dem Deck, die sind ein paar Euro teurer. Ihr könnt in den meisten Fällen diese Sachen aber auch nicht spielen und könnt trotzdem halt ein kompetentes Deck aufstellen. Ihr könnt natürlich im Deck auch Baroness spielen. Die ist natürlich jetzt ein bisschen günstiger geworden mit dem Reprint, der jetzt in Maze of Memories kommt. Allerdings, wie ihr in der Deckliste seht, ihr braucht sie eigentlich gar nicht. Ihr könnt das auch komplett ohne Baroness spielen. Hier ist jetzt ein Access Code Talker drin. Der kostet auch nur noch 30 Euro, ist also auch nicht so teuer. Allerdings könnt ihr das auch ohne den Access Code Talker spielen. Das Deck ist auch so kompetent genug. Im Main Deck gibt es Sachen wie Ecclesia, die auch ein paar Euros kostet, aber auch die könnt ihr auf 1 spielen oder halt auch weniger. Das macht das Deck natürlich etwas schlechter, aber es ist trotzdem mehr für euer Budget ausgerichtet. Aber dieses Deck ist im aktuellen Format ein relativ solider Pick. Ist vielleicht nicht das beste Deck, was man wählen kann, aber es ist ein gutes Deck, was nicht so viel kostet, mit dem ihr wirklich halt Games gewinnen könnt. Weil dieses Deck kann relativ schnell OTK'en, holt große Monster, macht viel Burn Damage. Jetzt kann mit dem Level 10er und Longyorn schon 3600 Burn Damage machen. Das ist nicht krass viel, aber wenn ihr dann überlegt, dass ihr quasi in den Gegner reinrennen könnt mit großen Monstern, kann das ganz schnell mal Game sein. Also auf jeden Fall ein sehr guter Pick fürs Format, für das Budget. Sword Soul Tenji. Das nächste Deck ist ein Fan-Favorite-Deck mit neuem Support, von dem viele aktuell reden und das ist einmal Ninjas. Ninjas ist ein sehr cooles Deck, was sehr viele Karten vom Gegner face-down flippen kann und das ist in einem Format, wo Kashtira eins der besten Decks ist, was sehr nervig ist, wenn die face-down geflippt werden, wirklich eine sehr interessante Option, das wirklich spielen zu können. Hier ist einmal eine Deckliste, wie sowas aussehen kann. Das hier ist einmal das Deck von RenRen von seinem YouTube-Kanal. Hier sind jetzt Prosperities drin. Ihr braucht Prosperities wirklich gar nicht in dem Deck. Ihr könnt die spielen, das macht das Deck definitiv besser. Ihr könnt anstatt Prosperity auch ein paar andere Karten spielen, die mehr Ghost Second ausgerichtet sind. Das heißt, die Karte ist zwar gut, aber sie ist nicht notwendig für das Deck. Für alle, die nicht wissen, was das Deck tut, relativ einfach erklärt. Ihr habt eine Fallenkarte, wie die hier unten, die ihr sehen könnt, die hier. Und diese Fallenkarte kann euch Ninja-Monster aus dem Deck spezial beschwören, nämlich den Insekten-Ninja, den ihr hier vorne habt, der wirklich halt eine Menge Schaden anrichten kann, weil er kann was vom Gegner negieren. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Ding hier Sachen vom Gegner zu bucken. Das ist eine sehr, sehr gute Karte aus dem letzten Hauptset. Also das Deck macht eine Menge Stuff, um den gegnerischen Karten face down zu flippen. Und wenn ihr Non-Engine-Karten spielt, wie Impermanence, wie Book of Moon, die den Gegner wirklich halt nerven können, kann das ein sehr, sehr gutes Deck sein und wirklich auch nicht teuer, denn die Non-Engine-Karten kosten nicht so viel. Die Engine selber ist halt wirklich nicht so teuer. Die einzige Karte, die jetzt wieder ein bisschen was geht, ist im Endeffekt das Ding hier oben. Die kostet so 6 bis 8 Euro oder so. Ist also ein bisschen teurer, aber jetzt nicht wirklich eine teure Karte. Und das Deck kann wirklich, wirklich cool sein. Es kann wirklich eine Menge Sachen machen. Das neue Ninja-Monster, das hier ist sehr cool. Denn die meisten Ninja-Monster haben die Fähigkeit, sich Fusion zu beschwören mit Face-Down-Monstern. Und ihr müsst sie nicht auf den Friedhof legen, sondern die müssen einfach nur tributiert werden dafür. Das ist ziemlich cool. Ich mag das Deck von der Mechanik her. Optisch sind manche auch sehr, sehr cool. Also wenn ihr das Deck wirklich nehmen wollt und sagt, hey, ich möchte nicht viel ausgeben für Yu-Gi-Oh! Das ist euer Deck. Sehr cooles Deck. Und auch sehr unique in der Art, wie es halt auch spielt. Denn theoretisch kannst du halt ein Monster face down setzen und eine Karte face down setzen. Und ihr habt Full Combo in der gegnerischen Runde. Wenn euch so eine Art von Content gefällt, dass ich euch mal so Budget-Decks zeige, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt auch sowas Bock. Dann mache ich sowas definitiv häufiger. Das nächste Deck, was mit Maze of Memories jetzt wirklich komplett Budget wird, ist einmal das Rika Son Avalon Deck. Hier seht ihr einmal so eine Deckliste, wie sowas aussehen kann. Dieses Deck geht Full Combo mit einem normalen Monster und ihr habt die Möglichkeit, euch da wirklich alles aus dem Deck zu holen. Die meisten Karten hiervon sind wirklich Commons. Der neue Reprint von den Karten sind Ultra Rares, das heißt, die kosten zwar immer noch ein paar Euros, aber sind nicht mehr unglaublich unaccessible, dass die jetzt über 30 Euro kosten. Das heißt, diese Karten werden auch deutlich günstiger werden und dieses Deck ist legit ein gutes Deck. Denn es kann viele Sachen machen, ihr könnt Zeit decken, Sachen wie Floodgates, wie Ghost Match zum Beispiel,
die im aktuellen Format auch wirklich gar nicht so bad sind, denn es gibt viele verschiedene Attribute, das dürfen wir auch nicht vergessen, bis auf Traptrix, glaube ich, spielt jedes Deck mehr als zwei Attribute, das ist auf jeden Fall mit Gozen ziemlich gut. Und mehr gibt es zu dem Deck eigentlich auch nicht zu sagen, weil das einfach insgesamt ein solides Deck ist. Das Deck hat ja die European Championship gewonnen, in einem Format, wo Tier Elements eins der besten Decks war, natürlich ohne Ishizu, ganz wichtig. Aber ohne die Shizu-Shuffler ist das Deck wirklich wieder richtig, richtig gut. Also auf jeden Fall so ein kleiner Sleeper, den ihr mal picken solltet. Wenn ihr sagt, okay, wenn ihr denkt, okay, ich will nicht so viel für ein Deck ausgeben, das sieht ganz cool aus, holt's euch. Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Deck. Und das nächste Deck ist ein Deck, wo viele mehr bei meiner Tierlist gesagt haben, ey, das muss auf jeden Fall in Tier 2. Das rastet gerade bei DB richtig aus und gewinnt Games ohne Ende. Es ist einmal Mathmech. Und Mathmech ist wirklich ein Deck, das kostet eigentlich gar nichts. Die einzige Karte, die ein bisschen was kostet, ist der Axis Code Talker im Extra-Deck und vielleicht Appaloosa für 10 Euro, wenn ihr euch das halt holen wollt. Wobei Appaloosa nicht unbedingt necessary ist zu machen, aber theoretisch könnt ihr sie halt spielen. Dieses Deck, das Main-Deck, wie ihr seht, kostet gar nichts. Also das sind vielleicht im Main-Deck 50 Euro oder so, maximal, noch nicht mal. Ich verstehe, by the way, den Lava-Golem hier nicht, aber das ist eine andere Sache. Dieses Deck hat extrem viele Plätze für Non-Engine-Karten. Das heißt, ihr habt Möglichkeiten, viele Karten reinzupacken, die nicht in eurer Engine notwendig sind. Das heißt, ihr könnt die schön swappen. Sachen wie Nibiru, wie Imperm, wie Ash, könnt ihr alles austauschen. Eine Karte wie Small World gibt euch einmal den Access zu Karten, die Starter sein können. Denn dieses Deck ohne Circular ist nicht so gut wie mit Circular. Und ihr habt die Möglichkeit, mit Small World eigentlich jede Karte zu einem Circular zu machen, über ein paar Bridges. Deswegen relativ konstant auch, denn ihr spielt im Endeffekt 12 Starterkarten, die euch Circular geben können. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ob das jetzt Meta-Defining ist, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Deck selber ein Tier-2-Deck ist. Aber ich sehe schon, dass es halt für das Budget, was es kostet, ein extrem guter Pick ist, weil wir wirklich halt ein relativ günstiges Deck haben möchte, wenn man so zu Regionage gehen möchte oder zu Locals, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl. Und das letzte Deck für heute ist einmal Traptrix. Hat, glaube ich, jeder erwartet. Wir machen ein Video über Budget-Decks und hier ist einmal Traptrix. Hier seht ihr mein Deckprofil. Wir spielen eigentlich alle guten Traptrix-Monster auf 3. Ob es Mermelio ist, Mantis, Dionir spielen wir zweimal, weil die nicht so gut ist, aber gut genug. Arachnokampa spielen wir auch dreimal. Und natürlich einmal Pudika, die uns die Fields versuchen kann. Und das sind halt die einzigen Monster, die wir wirklich spielen, neben Ash Blossom und Nibiru. Und natürlich Parallelexis, weil natürlich Insekt extrem gut reinpasst. Denn da gibt es die Möglichkeit, Rafflesia zu machen, was ziemlich, ziemlich gut ist. Die einzige Spell, die wir spielen, ist der eine Field Spell. Ich habe jetzt die anderen Karten gecuttet, weil diese Sucherkarten nicht ganz so geil sind, aber auf jeden Fall theoretisch spielbar sind, wenn ihr nicht Nibiru spielen möchtet. Aber ich fand Nibiru in dem Fall wichtiger. Die Fallenkarten sind wirklich auch relativ simpel gewählt. Wir haben Sachen wie Evenly Match, die wir auf jeden Fall spielen müssen. Sachen wie Holothea, die eine gute Karte ist. Ich habe jetzt mal die Floodgate Trample auf 3 hochgepusht, weil ich die an sich ziemlich gut finde. Ich finde auch die Karte Nightmare ziemlich gut, die was vom Gegner annullieren kann. Terrifying Trample Nightmare ist auch eine okaye Karte, denn die kann gegen manche Deckstrategien extrem devastating sein. Deswegen würde ich die auf jeden Fall auch spielen. Und natürlich eine Karte wie Infinite Impermanence, unglaublich mächtige Karte. Im Extra-Deck spielen wir logischerweise die 3 Serra, das ist eine sehr, sehr gute Karte, die müssen wir auch 3-mal spielen, ist die beste Karte im Deck. Das Link 2 Monster von den Traptrix und Eltipus, das Link 3 Monster, auch eine unglaublich gute Karte. Mehr Link-Monster brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, ich habe uns hier noch außer reingepackt. Falls wir halt einen Ibli abbekommen, dass wir so ein bisschen was machen können, vielleicht vom Gegner einen Fenrir klauen können aus dem Friedhof, das ist auch ganz okay. Eine Sache wie 2 Rafflesia finde ich ziemlich gut, weil ihr werdet manchmal in manchen First-Turn-Boards auch 2 Rafflesia bauen. Redoer ist eine sehr gute Karte. Ich habe hier eine kleine Zodiac-Engine drin mit den beiden Monstern, die halt dann auf Toys gehen können, damit ihr viel Materialien in Toys machen könnt. Ihr könntet auch Sagas spielen und das andere Ding. Allerdings kostet das auch mehr Geld, denn wir spielen hier, ihr seht, zweimal Zeus. Und die kosten halt ein paar Euro und ich wollte nicht mit der anderen Engine das halt ein bisschen teurer machen, denn das wäre ein bisschen übers Budget rausgeschossen, weil das auch so schon mit den beiden Zeus so ein bisschen über diese 50 Euro hinausgeht. Aber es ist halt trotzdem ein gutes Deck, was wirklich nicht viel kostet. Und wenn ihr das wirklich selber bauen wollt, baut euch genauso nach, wie ich es gebaut habe. Wenn ihr die Zeus noch nicht zu Hause habt, spielt erstmal mit einem Zeus, wenn ihr den einen zu Hause habt. Denn das ist auch mit einem Zeus wirklich gut spielbar. Es gibt Sachen wie Prosperity, die könnt ihr damit reinpacken, wenn ihr ein paar andere Sachen rausnehmen möchtet. Eigentlich glaube ich schon, dass das Deck so an sich gut funktional ist. Denn ihr habt so eigentlich eine gute Ratio zwischen Monstern, Zauber und Fallenkarten. Denn die einzige Zauberkarte, die ihr wirklich braucht, ist halt wirklich der Feedspell. Und die braucht Fallenkarten, um Holothea zu aktivieren. Also die Fallenkarte, die einfach unglaublich gut ist.
das war's mit Budget Decks fürs aktuelle Format. Wenn ihr Fragen habt oder Decks vorschlagen wollt für das nächste Video, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, rein. Ciao, Leute.